Ich bin heute in RW-Reinsdorf und spreche zum Thema Rentenpolitik. Für die SPD steht fest, gute Renten entstehen erst durch gute und bezahlte Arbeit. Deswegen muss Einkommensarmut bekämpft werden. Deswegen müssen Minijobs, die schlecht bezahlt werden und die keine Versicherungsgelder geben, ebenfalls eingeschränkt werden. Deswegen brauchen wir den Mindestlohn. Die SPD stellt folgende Forderungen. Wer 45 Jahre in die Rentenversicherung eingezahlt hat, kann mit 63 ohne Abzüge in die Rente gehen. Zum anderen wollen wir die Teilrentenmodelle ab 60 einführen. Wir wollen eine Solidarrente von 850 Euro im Monat einführen, die wir aus den Steuerentnahmen finanzieren wollen. Als Bundestagsabgeordneter möchte ich mich dafür einsetzen, dass die Renten von Ost- und Westdeutschland nach 23 Jahren Wiedervereinigung endlich angeglichen werden. Dieses soll in einem Stufenmodell passieren, was bis zum Jahre 2020 abgeschlossen ist. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiter durch unseren Wahlkreis und meine Themen.